herzlich willkommen im Theater der globalen Weltwirtschaft. Wir blicken auf 2020 und viele spannende Themen, die die Welt beschäftigen. Ich begrüße Frau Dr. Traut und wir werfen für Sie einen Blick auf die möglichen Szenarien im nächsten Jahr. Frau Dr. Traut, welche Theaterform erwartet uns im nächsten Jahr? Es ist offensichtlich, dass wir im Melodram sind und nicht nur im nächsten Jahr, sondern schon seit 2016. Und die Protagonisten sind der Brexit und Donald Trump. Und es geht um große Gefühle, groß inszeniert. Und alle diese großen Gefühle, auch Empfindungen, Einstellungen, werden mit der ganzen Welt geteilt, nämlich via Tweets. Beim Thema Melodram hat man ja immer das Gefühl, auch man spricht von Musik. Und wenn wir bei der Musik sind, sind wir auch beim Dirigieren. Und im nächsten Jahr dirigiert zum ersten Mal bei der EZB eine Frau. Und erwarten Sie, dass es so weitergeht wie bisher oder wird sie anders dirigieren? Also die Musik gibt den Ton an im richtigen Leben und im Melodram. Und das Spannende ist, dass die EZB seit geraumer Zeit mit unkonventionellen Instrumenten spielt. Und das hat zu Missklängen geführt, insbesondere in der EZB, insbesondere auch in Deutschland. Und das ist jetzt die Herausforderung für Christine Lagarde, mit viel Fingerspitzengefühl die Missklänge rauszubekommen, damit die Geldpolitik die Weltwirtschaft unterstützt und insbesondere auch wieder Harmonie im EZB-Rat und auch in der Eurozone schafft. Melodram heißt immer ein bisschen durch ein Leiden gehen und dann eben doch vielleicht einen guten Ausgang finden. Was bedeutet das für die Weltwirtschaft im nächsten Jahr? Also die Welt leidet jetzt schon. Wir stehen am Rande einer Rezession, also quasi am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Und es sieht so aus, als ob es besser werden kann und es einen guten Ausgang findet. Und entscheidend ist der Hauptprotagonist Donald Trump. Und er ist Regisseur und Hauptdarsteller. Und er kann zusammen mit den Chinesen entscheiden, ob es einen guten Ausgang gibt. Und weil er Angst hat, dass er im nächsten Jahr nicht wiedergewählt wird, wenn es eine Rezession gibt, wird er vermutlich zumindest einen Waffenstillstand mit den Chinesen führen. Und dann kriegen wir eine konjunkturelle Erholung. Das ändert nichts daran, dass unsere Probleme in Deutschland bleiben, mit der schlechten Infrastruktur, mit den steigenden Lohnstückkosten, mit den hohen Unternehmenssteuern. Aber zumindest konjunkturell geht es wieder bergauf. Also ein bisschen Leiden wird für Deutschland also auch sein. Und wie viel guter Ausgang erwarten Sie dann gegen Ende des Jahres? Also ich erwarte, dass wir im nächsten Jahr beim Wachstum wieder die 1 vom Komma sehen. Ich erwarte auch, dass der Aktienmarkt weiter performen wird. Wir werden aber dieses Leiden im Laufe des Jahres immer wieder spüren. Wir werden uns fragen, ist das jetzt ein Konjunkturindikator, der tatsächlich eine Erholung bringt? Oder kommt dann ein Tweet, wo alle wieder nervös werden? Wird Donald Trump wieder mit Autozöllen uns bedrohen, unseren Wirtschaftsfaktor Nummer 1? Also das Leiden wird sich weiter durchziehen, aber mit einem guten Ausgang. Wir blicken noch auf die Anlageklassen. Welche Rolle spielen die im nächsten Jahr? Der deutsche Markt, der deutsche Aktienmarkt hat schon gut performt und er wird weiterlaufen, wenn tatsächlich die Konjunktur auch anspringt. Also wir werden die 14.000 Indexpunkte beim DAX sehen. Er wird einer der großen Gewinner im Jahr 2020 sein. Aber nicht nur der Aktienmarkt, sondern ich glaube auch, dass die Immobilien weiterlaufen. Auch etwas, wo viele Angst haben, dass wir vielleicht einen Nervenzusammenbruch kriegen. Also einen Crash am Immobilienmarkt, den sehen wir nicht. Obwohl die Immobilien teuer sind, entscheidend ist, dass die Zinsen niedrig bleiben. Und das ist sehr wahrscheinlich. Das ist vermutlich auch der Christine Lagarde-Stil. Also niedrige Zinsen beflügeln weiter den Immobilienmarkt. Immobilien und Aktien werden interessant in 2020. Frau Dr. Traut, es geht wesentlich düsterer in Ihrem Szenario Tragödie. Wie viel Rezession steckt da drin? In dem Negativszenario eskaliert der Handelsstreit immer weiter. Im Negativszenario gibt es einen Hard Brexit. Im Negativszenario zerstören sich die Protagonisten quasi selbst. Donald Trump, der zeigen möchte, wie stark er auf der Weltbühne ist, stürzt die USA in die Rezession und damit natürlich sich selber auch. Er versucht immer schlimmere Maßnahmen
Neben Handelskrieg kann es auch noch einen Währungswettbewerb geben. Also all diese Dinge sind negativ, insbesondere auch für Deutschland, weil wir so stark außenwirtschaftlich orientiert sind. In diesem Umfeld die einzige Währung, die profitiert, ist der US-Dollar. Und dann natürlich der Krisengewinner Gold. In diesem Szenario würde Gold weiter steigen. Frau Dr. Traut, es gibt natürlich auch ein positives Szenario und das ist Ihr drittes Szenario, nämlich die Komödie. Was erwartet uns da? In der positiven Alternative herrscht eine heitere Grundstimmung, auch in der Weltwirtschaft. Der große Blonde jenseits des Atlantiks und sein Gegenspieler in China machen nicht nur einen Waffenstillstand im Handelsstreit, sie einigen sich wieder auf Zollsenkungen. Das beflügelt die Weltwirtschaft, das ist gut für Deutschland, stark am Außenhandel orientiert. Gleichzeitig sehen wir eine Steuerreform in Deutschland, die Probleme in der Infrastruktur werden angegangen. Also wir haben konjunkturell und strukturelle Verbesserungen. Es wird unterhaltsam und es geht vorwärts. Was bedeutet das für die Anlageklassen in diesem Szenario? Der DAX wird über 15.000 Indexpunkte springen, aber, und das ist noch viel interessanter, in unserem positiven Alternativszenario gibt es wieder Zinsen, etwas, was wir lange nicht kannten und im Hauptszenario auch nicht sehen werden. Dann müssen wir natürlich wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintrifft und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für die anderen zwei? Das Hauptszenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 70%, also relativ hoch. Die Tragödie, also das, wovor alle Angst haben, hat nur eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 10% und immerhin 20% für die heitere Grundstimmung, die Komödie. Frau Dr. Traut, Ihre Regieanweisung für die Anleger in 2020 nochmal zusammengefasst. In 2020 sollte man ein Theaterabo haben, aber viel wichtiger noch als das Theaterabo ist Hellerbar Research zu abonnieren. Dann weiß man, wie die Weltwirtschaft und die Schauspieler im folgenden Jahr performen.